Okay, dann tigern wir da jetzt mal rein. Öffnen. Chromkorken, Superkleber, Schlosserhammer. Da. Na. Das wollte ich eigentlich nicht. US-Roboterentsorgung. Die sichere Art der Entsorgung für ihre Roboter seit 2053. Lieferprotokoll. 15.10. Erster Prototyp Wachbord. Unbekannte Probleme. 13.09. Ach, das ist absteigend, okay. 15 Protektrons, alle Gliedmaßen fehlen. 4 außer Dienst gestellte Wachbots, 8 Robohirne, IQ weit unter 80. 14 Augenbots, Sichtsensoren fehlen. Was kriegen die denn für einen Scheiße da? Ja, gut, das ist ein Schrottplatz, ne? Alle Gliedmaßen, 27 Defekte, Mr. Handys, hör nicht auf zu reden. Das muss man nicht unbedingt als Fehler ansehen. 12 Protektrons, alle Gliedmaßen fehlen. Mitarbeiternotizen. Den Mike. Kann ich jetzt auch nichts Besonderes drin sehen. Band abspielen. Dieser von zensiert in Auftrag gegebene und von zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma zensiert oder den entsprechenden Kunden bedient werden. Informationen. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps. Falls sich kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps zensiert sind, müssen sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototypen leugnen. Krass. Ich weiß, ich wähle auch gleich noch was aus. Ich gucke mich jetzt erst hier noch um. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich in der Pause eigentlich zur Toilette wollte. Und deshalb würde ich jetzt bei ihm gehen und die Aufnahme auch mal eben kurz stoppen. So, okay, dann geht's weiter. Dann, dieses Magazin lese ich jetzt absichtlich zuletzt. Es wurde schon wieder gewitzelt, dass ich es doch vergessen würde. Ach, hier ist eine Waffenbank drin, okay. Ach, guck mal, eine provisorische Batterie. Wie schön. Noch eine Schallplatte. Das heißt... Ja gut, eine Waffenbank ist hier leider nur. Hot Rodder. Du hast eine spezielle Lackierung für deine Powerrüstung freigeschaltet. Das ist ja mal... Das ist absolut nutzlos und voll cool. Ja, finde ich gut. Das finde ich gut. So. Und ich habe eben auch nochmal den Tipp bekommen, ich sollte mich doch hier bitte nochmal genau umschalten, bevor ich gleich das Zeitliche segne. Weil hier soll was zwischen dem Schrott liegen. Wahrscheinlich hat der Hund es schon umgerannt. Oder ich. Irgendwo muss hier was liegen. Das mache ich doch glatt mal. Ich dachte eigentlich in der Nähe von dem Roboter beim Schrott, aber ich gucke mich jetzt mal selbstständig rum. Also ich gucke jetzt auch gar nicht auf den Chat. Guck mal, jetzt hat es so gemacht, wie es machen sollte. Fatman. Jetzt stand es auch im Chat. Ein Stück weiter rechts, warm. Ach, die Lackierungen sind nicht nutzlos. Die bringen Boni. Schreibt mir Guldodol gerade. Kann ich die nicht doch aufnehmen? Die muss man doch aufnehmen können. Okay. Gut, cool, Fatman. Damit kann man Mini-Atombomben werfen. Finde ich total schwierig, aber irgendwie auch cool. Aber darf man auch nicht näher drüber nachdenken, irgendwie so. Speichern. Die werde ich mir aber für einen ganz fetten Gegner mal aufbewahren. So, Band abspielen. Lade-Holoband. Wachbord aktivieren. Hierdurch werden der Kampfwächter-Prototyp MK4 und alle zurzeit geladenen Systeme gebootet. Warnung: Dieser Kampfwächter-Bot ist ein Prototyp. Es wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut Initiative für Kampfprototypsysteme. Code 3392F6 ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz fortführen. Bootsequenz bestätigt.
Achso, vielleicht ist die Miniaturbombe auch nur ein Hinweis auf den Fatman. Das könnte sein. Oh. Okay, der hat ein Totenkopf-Symbol. Dann muss ich ihn wohl umbringen, was? Ich hätte den Chat jetzt nicht halbtransparent machen sollen. Ich kann kaum noch mal jetzt meine Waffenauswahl sehen. Okay, merke, das Ding macht so gut wie keinen Schaden hier. Ich werde dafür jetzt nicht... Ach, Fusionskerne 0. Dem muss ich von hinten eine vom Latz knallen, wa? Nicht schießen? Nicht schießen? Okay, sie schreiben nicht schießen. Der tut nichts. Ach, weil er grün ist, ne? Nicht rot. Okay. Ah, cool. In unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Okay, ich kann nicht wirklich mit ihm reden, außer dass er keine Einmischung duldet. Gut. Bombenray habe ich nun aktiviert. Ich würde ganz gerne seine Fusionskerne. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen. Ja, wenn dann blau geduldet. Eben. Ja, aber jetzt ist er aktiv und... Und was mache ich jetzt mit ihm? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Ich meine, ist ja ganz cool, dass er aktiv ist, aber... Das ist jetzt nur just for fun, oder? Nicht töten. Ja gut, dann töten wir ihn mal nicht. Na gut, er hätte bestimmt auch interessante, aber... Nö. Muss ja jetzt nicht sein. Ein Herzer Roboter. Sollte man ja schon mitbringen. Ich drücke ja schon A, dann sagt er das immer. Wenn ich A drücke. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Kann ich nicht machen. Ich drücke A und kann nichts anderes mit ihm machen gerade. Moment, wir gehen nochmal an den Computer. Vielleicht können wir nochmal was einstellen. Dann abspielen. Gute Nacht, Kurai. Good Dark. Holoband. Ah. Informationen. Verteidigungsprotokoll aktivieren. Ah, verschiedene US-Militäranlagen in der Nähe benötigen zu ihrer Zeit deine Hilfe. Defensivprotokoll für welche Militäranlage aktivieren? USAF Olivia, Kontrollpunkt Südwesten verteidigen, Satellitenstation Revers verteidigen, Fort Hagen verteilen. Was? X drücken? Nee. Holoband auswerfen? Holoband. Hm? Ah, okay. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Es wird von hinten kann ich auch nichts machen. In unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Es wird keine nein, ich kann dich auch nicht von hinten ansprechen. Aber ich wollte ihn eigentlich ganz gerne nach Fort Hagen schicken. Das Problem ist, dass ich jetzt X gedrückt habe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das ein Problem ist oder nicht. Holoband laden. Ach, Moment. Moment, kann ich den jetzt über den Pip-Boy steuern vielleicht? Könnte das sein? Mods, Schrott, Diverses... Holoband. Ah. Cool. Cool. Das ist ja mal geil. Okay, pass auf, Verteidigungsprotokoll aktivieren.
Fort Hagen verteidigen. USAF Olivia verteidigen. Kontrollpunkt Südboston. Ich lasse es erstmal. Den lasse ich jetzt erstmal da. Ich kann ihn ja jederzeit über meinen Pip-Boy aktivieren. Geile Sache. Das ist cool. Ich teleportiere mich jetzt erstmal nach Hause. Das mache ich. Und lade nochmal meine Sachen ab. Und dann wäre meine Idee, Diamond City wohl hinzugehen vielleicht. In Fort Hagen soll irgendwie auch ein paar Sachen, aber ich habe ja noch keine Quest für Fort Hagen. Außerdem müssen wir der alten Frau noch einen Stuhl bauen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, vielleicht kriege ich da noch eine weitere Minuteman-Quest. Das können wir eigentlich mal eben machen. Mein Inventar, gesamten Schrott lagern. Hat der Hund gerade noch was oder hast du nichts mehr? Aufgepasst. Hund, bleib mal stehen. Position halten. Nee, der Hund hat nichts mehr. Das heißt, ich schleppe eindeutig zu viel Krams mit mir rum. Okay, ah, Werkstatt. Spezial. Möbel können wir doch bauen für die. Die wollte einen Stuhl haben, ne? Sonstiges. Ein Wackelpuppenständer? Echt? Kann ich mir die mal mir hinstellen? Das finde ich ja lustig. Möbelstühle. Eine Bank. Flugzeugsitz. Ehrlich, ich kann Flugzeugsitze bauen. Sie will einen Stuhl haben. Ich gucke die mal alle durch. Ob da irgendwas steht, so Quest-Item technisch. Man kann ja alles mögliche an Stühlen bauen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die Dame nicht irgendwie einen speziellen Stuhl haben will. Herstellung. Kochherd, Kochstation, Laborstation, Powerrüstungsstation. Was will sie denn für einen Stuhl haben? Läden. Rüstung, Läden, Waffen. Waffenständer, Waffenladen. Boah, ist das teuer. Krass. Okay. Möbel. Ach, Spezial. Ach. Mama Murphys Stuhl. Wo ist denn Mama Murphy? Wir stellen Mama Murphy jetzt einfach mal diesen Stuhl her. Dann kriegt sie den hier mal hin. So. Passt. Mama Murphy. Verlassen. Achso. Stand jetzt auch im Chat. Den Stuhl, den sie haben will, stand das Spezial. Habe ich die nicht zuletzt in meinem Haus angetroffen? Mir war so, ne? Wo rennt denn die da mal rum? Wo ist sie denn? Mama Murphy. Irgendwie sehe ich sie nicht. Achso, die soll einen Funksender bauen. Da ist ja Mama Murphy. Sprechen wir sie erstmal an. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Du hast einen Stuhl. Ich habe es gesehen. Du sollst einen Mama Murphy. Ich muss mich hinsetzen, ja. Kind. Bietet sich dein Stuhl an. Mir tut alles weh. Ja, los. Ich sollte mich hinsetzen, das solltest bevor du. Ich mich länger unterhalte. Ja, dann setz dich hin. Aber auf den Stuhl. Okay, Werkstatt. Oh, die Glocke. Okay, wir mal gucken. Strukturen, Möbel, Dekoration, Schutz, Ressourcen. Nee, sonstiges vielleicht. Plünderstationen. Eine Glocke. Okay. Läute die Glocke um, die Siedler in der Nähe zu versammeln. Passt. So. Und dann bauen wir eine Sirene. Weist Siedler in der Nähe nach dem Aktivieren auf Gefahren hin. Keramik. Gummi. Ja, machen wir auch mal. Ach, ihr benötigt Strom. Das ist ja doof. Ein Reiseziel.
Bist du froh, dass du das bereits besitzt? Dass ich was besitze? Sirene. Moment, ich sollte einen Funkturm bauen. Das kann nicht die Sirene sein. Energie, sonstiges. Rekrutierung. Ah, okay, dann brauche ich doch Strom. Alles klar. Dann baue ich mir doch aber mal so einen Windgenerator. Weil, ne, überhaupt und so, der ist leiser. Na ja, toll. Der Geschützturm macht ja auch Krach. Ich habe eine Idee. Okay. Wo könnten wir es mal... Hier. Ihr stört's nicht. Wir sollten es mal umdrehen, sonst kriegt das noch jemand. So, genau. Generator. Machen wir mal. Setzt man ihn da hin. Rekrutierungsleitstrahl. Ein Terminal. Ein Leuchtkasten. Aktiver Lautsprecher. Rekrutierungsleitstrahl. Lockt nach dem Einschalten neue Siedler an. Spielt beim Einschalten einen melodischen Ton. Okay, so. Das und den können wir auch gleich noch die Locke aufbauen. Das kann vielleicht nicht schaden. Verdammt, wo war... Wo war die Glocke denn jetzt noch? Ja, die Sirene, okay. Können wir... Bauen wir beide hin. Passt. Okay, die sind offensichtlich nicht. Verlege ein Kabel. Okay. Achso, Y-Kabel anbringen. Kabel anbringen, gut, ja. Und Kabel anbringen und keine Ahnung, was mich das Kabel jetzt gekostet hat. Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist das erste Objekt mit Energie versorgt. Sirene aktivieren. Der ist jetzt aktiviert. Glaube ich. Ja, er ist grün. Und die ist... Ja, ist doch ausgeschaltet. Na, jetzt hört sie auch auf. Okay, alles klar. So, ich gehe nochmal an meine Kisten. Ich muss noch ein bisschen krampflos werden. Und dann geht's los nach... Na, wir suchen mir dann ins Ohr. Ich würde sagen mal Diamond City. Halte ich für eine gute Idee. Mein Inventar. Waffen. Den Fatman, den lasse ich erstmal hier. Den hole ich mir sonst wieder, wenn ich meine, dass ich ihn brauche. Den Fatman lasse ich auf jeden Fall hier. Der wiegt mir jetzt gerade zu viel. Hm. 44er Pistole. Hm. Auch schön lasse ich auch hier. Das lasse ich hier. Ich sag, ich muss mich mal um die ganzen Waffen kümmern. Ah, ich habe es in die falsche Kiste gepackt. Sortiere ich ein andermal. So. Ach ja, ich wollte ja die Metallrüstung anlegen. Kleidung, Leichtbau-Metallrüstung, linker Arm. So, wie viel schleppe ich jetzt mit mir rum? 139, das sieht doch gut aus. Stimmt, ich habe die Powerrüstung in der Landschaft stehen lassen. Okay, das nehme ich mir auch auf den Plan. Das mache ich dann auch nochmal offline. Die einfach rüberholen, das kann jetzt nicht so schwierig sein. So, da ist das Autokino. Okay, die haben wir abgeschlossen. Korvega Fertigungsanlage müsste auch abgeschlossen sein. Mülldeponie...
Okay, was haben wir denn noch für Quests hier? Daten. Der erste Schritt. Ach so, den Siedlern berichten und nach Diamond City begeben. Pass auf, dann berichten wir doch mal ganz kurz eben den Siedlern. Das machen wir. Da werde ich dann, weil ich da ja auch schon war, ausnahmsweise mal eben schnell hinreisen. Jetzt nochmal den kleinen gelben Roboter kannst du auch steuern. Wenn du ihn auf Erste Hilfe gestellt hast, dann... Whitey, ich will jetzt ja nicht sagen, dass du nicht recht hast. Aber das halte ich für ein Gerücht. Ich habe geguckt, wenn der auf Erste Hilfe steht, dann heilt der eigentlich nicht. Er greift nur nicht an. Er greift nur dann an, wenn... ich habe hier irgendwie auf einer GameStar-Seite gesehen. Er greift nur dann an, wenn... Wer bist du denn? Achso. Wenn er zuerst angegriffen wird. Hast du die Raider gefunden? Ja, habe ich. Ich probiere das aber sonst auch gerne nochmal aus, aber es halte ich für ein Gerücht. Hab mich um sie gekümmert. Ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Ah ja, sprich mit Preston. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Das ist gut. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Das ist auch gut. Was war denn das für eine... War da eine Explosion? Hätte ich jetzt gedacht. Nee, warum sollte ich schon müde sein? Ich fühle mich heute nur ein bisschen matschig. Okay, dann sprechen wir nochmal mit Preston. Auf Erste Hilfe schießt er mit Laser, auf Konstruktion mit Projektieren und auf Feuerwehr mit Kryowaffen. Eigentlich kann man diese Roboter nicht wirklich steuern. Also, er greift halt unterschiedliche Leute an. Ach, das war das Geräusch für abgeschlossene Quest. Das war das Alien-Raumschiff, Frank Eber, ja. So, Preston. Der Typ, der nie mit mir sprechen will. Jetzt spricht er hoffentlich mal. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Kannst du mal mit mir reden, statt klug zu scheißen? Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Okay. Je mehr Siedlungen sich uns anschließen, desto nützlicher ist die Pistole. Irgendwann kannst du dann überall Hilfe rufen. Das ist auch gut. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Dann erzähl doch mal. Aber so, dass ich den Lärm da nicht im Ohr habe. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Quincy-Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis-Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte... Inzwischen wüsste jeder im Commonwealth. Moment. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns, nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Schnauze. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Kann man das nicht... So, nicht aufgeben, solange danke. Du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Tja. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Wir sind dabei. Ah,
Danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, aber ich krieg Ärger mit Evie. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Ich hoffe, der Holle lässt noch einen Platz frei. Okay. Ich sag mal ja. Ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General, ja. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Würde ich auch sagen. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Mhm. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, genau, zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Was hast du denn? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Mhm. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Sunshine, bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Okay. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ja, es lebe die goldene Rüstung. Nein, ja, das ist. Alter, ich krieg bestimmt Schimpfe mit Evie. Siehst du? Du hast doch gesagt. Ich steht dir besser. Hat er gesagt, du kannst das nicht, Bad Guy. Das gehört zur Hauptquest. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Karte, Daten. Säubere die Sunshine Tidings Kooperative. Wo ist denn das? Ach, da unten. Da wollen wir aber gar nicht hin. Wir wollen ja nach Diamond City. Oh, das ist immer weit weg. Cambridge Polymer Labs. Ja. Dann gehen wir mal zu Fuß hin. Und ja, ich sehe schon, für die YouTuber habe ich wieder überzogen. Mann, oh Mann, ich kriege das nicht hin. Okay, dann verabschiede ich mich an der Stelle hier. Und wir machen hier noch weiter. Edge.